Guten Tag. Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie Ihre Rolle im Leben wirklich gefunden haben? Nicht auch jemand ganz anderes sein könnten, gar mehr als nur eine Persönlichkeit in sich tragen? Nun gibt es eine besondere Art von Menschen, die diese Zweifel für uns kultivieren und verkörpern, nämlich Schauspieler. Vor allem als große, wandlungsfähige Charakterdarsteller, ein solches Ausnahmeindividuum, ja wahrhaftiges Existenzchamäleon, sitzt mir nun gegenüber. Es ist der Schauspieler Lars Eidinger. Herzlich willkommen, Herr Eidinger, in der Sternstunde der Philosophie. Ja, hallo. Existenzchamäleon. Ja, das ist toll. Das ist eine falsche Beschreibung. Finde ich super. Wo wir gerade bei Beschreibung sind, ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt und lese vor. Ein Experte fürs Maßlose, ein trauriger Clown, ein Angstbündel, ein Narzisst, eine Personifizierung neuer Männlichkeit. Wenn man sich da durch die Artikel gräbt, hat man das Gefühl, da ist auf jeden Fall mehr als eine Person, auch mehr als ein Typus beschrieben. Ist das eigentlich gut so? Doch. Also in je mehr Richtungen es geht, desto besser für mich, glaube ich. Ist dann schon eine Befreiung. Wobei ich natürlich über manche Begrifflichkeiten stolpere. Ich habe neulich im Original einen Film gesehen und da wurde Rampensau untertitelt, gesagt wurde aber Stage Animal. Das fand ich irgendwie, damit kann ich mich anfreunden. Rampensau finde ich einen komischen Begriff. Aber Stage Animal, ja. Das Animalische, das ist das, was Sie eigentlich sein wollen dann? Na, deswegen gefällt mir Existenzchamäleon. Ja, weil ich doch, je länger ich den Beruf mache, immer mehr versuche, aus dem gestalterischen Moment rauszukommen, weil der dann immer was Rationales hat. Und ich habe mal was ganz Tolles gesehen in der Inszenierung von Romeo Castellucci. Das war ein schwarzer Hund auf einer leeren weißen Bühne, also eine White Box. Und hinten gab es eine Projektion, die lautete, dieser Hund ist blind. Und dann hat man 10 Minuten einfach nur diesem Hund zugeschaut. Und das Interessante war, dass der Hund auf alles reagiert hat. Auch dadurch, dass er nicht sehen konnte. Und plötzlich hat man sozusagen mit dem Hund gehört. Also was ich dadurch verstanden habe, was eigentlich relativ einfach ist, dass man als Spieler auf der Bühne den Zuschauer verführen kann, eine Sensibilität für sein Umfeld zu entwickeln und auch Präsenz. Also ich finde, das ist ein Begriff, der oft missverstanden wird. Auf der Schauspielschule wurde mir immer beigebracht, es gibt präsente Schauspieler und es gibt nicht präsente Schauspieler. Bühnenpräsenz, man sagt, das ja, ist ja so, und als wenn es was wäre, auf das man keinen Einfluss hat. Ja. Aber im Grunde beschreibt dieses Phänomen Präsenz, finde ich, dass dieser Hund da ist und dem Zuschauer das Gefühl vermittelt, er ist auch in dem Moment da, unmittelbar. Und das finde ich das große Faszinosum von Theater und das habe ich darüber verstanden. Also diese Verlorenheit in fokussierter Intensität, die man im Theater erleben kann. Man kann ja sagen, bei Tieren ist das immer da. Die sind immer ganz im Moment, die spielen aber auch keine Rolle. Das heißt, Tiere sind eigentlich die Nicht-Schauspieler an sich. Ja, und danach hat man eine Sehnsucht. Also das ist auch der Grund, warum ich viel interagiere und improvisiere, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dem Zuschauer darüber überhaupt erst das Bewusstsein darüber vermitteln zu können, dass das, was ich jetzt mache, im Moment passiert. Das ist ja eigentlich kurios, dass so viele Schauspieler sich, so würde ich es nennen, hinter der Verabredung verstecken oder schützen darüber, dass sie was in der Vergangenheit verabreden, was sie dann im Moment präsentieren. Mhm. Das heißt, ich kriege eigentlich was gezeigt, was gar keine Gültigkeit für den Moment hat. Weil es abgerufen wird, erwartet. Genau. Und das, finde ich, widerspricht eigentlich der Idee von Präsenz. Weil Präsenz beschreibt ja nichts anderes, als ich bin in diesem Moment anwesend. Und auch der Zuschauer. Und das ist, glaube ich, auch der große Trumpf des Theaters, die Unmittelbarkeit. Aber so ganz entkommen Sie ja den Zuschreibungen der anderen nicht. Man kann ja sagen, die Leute kommen ja überhaupt nur ins Theater, um diesen Eidinger zu sehen, über den sie schon Ideen haben, der seinen ganz besonderen Stil hat. Das heißt, die Idee, sich ganz frei zu machen von dem, was die anderen über einen denken oder schon zu wissen meinen, die ist ja letztlich hilflos. Der entkommt man nicht. Nee, ich glaube, das schließt sich tatsächlich auch aus. Also ich muss mich damit schon konfrontieren. Ich beschreibe ja nur, dass es natürlich eine Diskrepanz gibt zwischen dem, wie ich mich selber wahrnehme oder wahrgenommen werden will und wie ich wahrgenommen werde. Hm. Die Differenz, die muss da bleiben. Ja, die bleibt einfach zwangsläufig, habe ich das Gefühl. Aber
trotzdem kann ich mich mit meinem Image arrangieren und ich kann es auch zu einem großen Teil nachvollziehen, woher es kommt. Aber interessanterweise würde ich ganz einfach beschreiben, dass es oft so ist, dass das Gegenteil von dem, was sich als Effekt darstellt, der Fall ist. Also jemand wie ich, der sehr komplex beladen, schüchtern, zurückhaltend ist, erscheint natürlich, weil er all das versucht zu kompensieren durch einen Energieaufwand, eher arrogant und selbstbewusst. Also ich würde mich als alles andere als selbstbewusst beschreiben. Einfach, weil ich sozusagen, jemand, der selbstbewusst ist, kann ja dieses Bewusstsein aus sich selbst schöpfen. Ich brauche aber, ich werde mir selbstbewusst in der Spiegelung, also im Gegenüber. Und deswegen brauche ich sozusagen die Öffentlichkeit. Es gibt ein ganz tolles Gedicht von Thomas Brasch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenkriege, aber mein Beruf heißt, mich nicht verstecken, sondern öffentlich entdecken, mich finden, indem ich mich verliere, nicht bewahren für mich, finden will ich, seit ich lebe. Und das beschreibt genau das, wie ich auch meinen Beruf empfinde. Da sind ja schon echt ganz viele Punkte angesprochen. Erstmal die Angst, dann dieses Resonanzbedürfnis, auch ein Selbstfindungsbedürfnis. Fangen wir doch mal mit der Resonanz an. Sie sind jetzt ein Theaterschauspieler, auch Filmschauspieler, sind seit dem 12. Jahr, Lebensjahr eigentlich, vor der Kamera, auf der Bühne. Und letztes Jahr ist etwas passiert, diese Resonanz, diese Intensität, diese Spiegelung wurde Ihnen genommen. Und nicht nur Ihnen, sondern einer ganzen Zunft. Wie haben Sie das erfahren? Ja, ich kann mich eigentlich kaum an eine Zeit erinnern, wo ich diese Aufmerksamkeit nicht hatte und genossen habe. Es war auch immer worüber ich mir bewusst war oder im Klaren war, dass es was ist, was ich einfach extrem brauche als Persönlichkeit. Dieses bespiegelt werden von außen. Und das ist von einem Moment auf den anderen abgebrochen. Also ich bin alleine seit 99 an der Schaubühne. Im Berliner Schaubühne, ein großes Theater. Genau, und da bin ich im Festvertrag. Das heißt, ich bin da im Ensemble als festangestellter Mitarbeiter und habe in einer wahnsinnigen Frequenz Theater gespielt. Also bis zu 25 Vorstellungen im Monat. Und das seit 99. Und das ist dann mit einem Mal im März 2020 abgebrochen. Ist das so eine Art Drogenentzug, dass da einem wirklich eine Substanz fehlt, die der Körper zum Leben braucht? Ja, ich glaube, ja, also das trifft es am besten. Einfach, ja, weil es der spielerische Moment was Rauschhaftes hat und auch, wo man sich tatsächlich selbst vergisst. Und das ist ja ein großes Thema, so. Was bedeutet es, sich selbst vergessen? Ich würde zum Beispiel immer behaupten, was auch paradox ist natürlich, aber so ein bisschen der Schlüssel dazu, den Beruf überhaupt verstehen zu können, dass ich in der Verwandlung, also Verwandlung in Anführungszeichen, aber in dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, mehr bei mir bin, als in dem Moment, wo ich jetzt hier alltäglich vor Ihnen sitze. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Also, aber es ist ja ein vollkommenes geistiges Rätsel, dass ein Mensch, der jemanden anderes darstellt, mehr bei sich sein soll, als mutmaßlich, wenn er selbst ist. Ja, aber ich glaube, es stimmt trotzdem. Also ich glaube, wir machen uns alle was vor, wenn wir das Gefühl haben, im Alltag sind wir bei uns und wir sind nicht sehr vielen Zwängen unterlegen, die dazu führen, dass wir unsere Persönlichkeit doch nicht voll ausdrücken können. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass dieser Moment des Ausdrucks oder des Veräußerns dazu führt, dass ich ein anderes Verständnis von mir selbst bekomme und dass ich gewisse Gefühle, die ich in mir habe, die ich sonst nicht ausdrücken kann, aus welchen Gründen auch immer, aus der Figur oder mit dem Ventil oder ja, also oder im Grunde wie ein Katalysator der Figur zum Ausdruck bringen kann. Und im Grunde hat es tatsächlich was auch mit sich von sich selbst entfernen zu tun, weil ich würde behaupten, dass es mir schwerfällt, über gewisse Problematiken, die mich ausmachen, im Klaren zu werden, einfach weil ich keinen Abstand habe. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sie ausdrücke und eigentlich vor mir projiziert sehe, kann ich sie viel besser einordnen oder mich dazu verhalten. Und also zum Beispiel so eine kleine Anekdote, auf der Schauspielschule wurde mir immer gesagt, ich werde nie böse spielen können. Also ich werde nie Charaktere spielen können, die böse sind, weil ich eine viel zu liebe
nette Ausstrahlung habe. Und das finde ich nur interessant vor dem Hintergrund, für was ich heute stehe oder welche Rollen mir zugeschrieben werden. Ja, und mich hat es damals beschäftigt, weil ich dachte, das sind vielleicht gerade die Rollen, die mich interessieren. Und ich habe dann eine sogenannte Wahlrolle gemacht, also eine Rolle, die man sich selber erarbeitet, und habe Franz Mohr gespielt, der ja von Schiller im Grunde von Richard III. Abgeschrieben ist, aber sozusagen Bösewicht. Das inkarnierte Böse. Ja. Ja. Auch gar nicht unbedingt subtil böse, sondern einfach nur böse. Und dann dachte ich, wenn ich den spiele und allen zeige, dass ich das kann, dann traut man mir vielleicht diese Charaktere zu. Aber habe ich das richtig verstanden? Sie sehen das als eine Art therapeutische Erfahrung, in eine Rolle zu gehen, die sehr weit von Ihnen weg ist, um eine Spiegelung auf sich selbst damit zu bewirken. So würde ich es beschreiben, ja. Ein Beispiel solch einer Rolle, die werden wir uns gleich mal anschauen. Es geht um den Film Schwesterlein, der auch für den Schweizer Filmpreis nominiert ist. Und Sie spielen in diesem Film einen berühmten Berliner Theaterschauspieler, einen Shakespeare-Darsteller, der in einem Endstadium an Krebs leidet. Schauen wir uns kurz mal den Ausschnitt an. Der mit dem Ausdruck seines Kummers die Sterne in ihrer Bahn aufhält und sie zum Stehen bringt. Wie schockierte Zeugen. Das bin ich. Hamlet. Der König der Dänen. Sven. Hi. Hey Sven. Vorsicht, steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Ich hab gerade gedacht, es kommt ein Geist. Du siehst gut aus. Ja, also zugenommen hast du nicht. Die Perücke ist die von seinem Prinzen? Ja. Okay, kannst du... Bist du da? Bist du am Start? Kannst du spielen? Ja, frag den Regisseur. Ich bin bereit. Wenn es jetzt sein soll, dann wird es nicht in der Zukunft passieren. Wenn es nicht in der Zukunft passiert, dann geschieht es jetzt. Wenn es jetzt nicht geschieht, dann wird es später passieren. Bereit sein ist alles. Siehst besser aus. Ja, es liegt an der tollen Spenderin. Transplantation hat ihr anscheinend gut getan. Herr Heidinger, bereit sein. Und das in einer Rolle, in der es um Sein und Nichtsein geht. Man kann ja sagen, bei Hamlet geht es auch um die Versöhnung mit der eigenen Endlichkeit. Das ist die Aufgabe. Ja, das ist ein großes Thema. Also Sein oder Nichtsein. Ich kann mich wirklich erinnern, die Premiere war damals in Athen, weil es eine Koproduktion war. Und ich habe bis zum Tag der Premiere bin ich nachts aufgewacht und habe immer wieder gedacht, jetzt weiß ich, worum es geht in dem Monolog. Also das ist ja ein Monolog, den jeder kennt im Grunde. Ich finde tatsächlich, dass Sein oder Nichtsein ein Zitat ist, was sogar das Erste ist, was einem einfällt, wenn man über Kunst nachdenkt. Also das ist... Es gibt keine elementarere Frage als Aber das. Die nächste Zeile, dieses Sein oder Nichtsein, glaube ich, führt ja dann auf die Feststellung, dass da jemand, ein Totenkopf liegt und dass der schon tot ist und sich anschaut. Ah, der ist Wobei schon das ein Irrtum gegangen. Ist. Ne? Also es ist nicht die Szene, wo er den Totenkopf in der Hand hat. Ah, es wird immer so dargestellt, aber die Szene, wo er den Totenkopf in der Hand hat, ist diese sogenannte Poor Yorick-Szene, wo er den Schädel des Narren in der Hand hält und sagt, ja, und was hast du jetzt davon? Du hast dein ganzes Leben lang Spaß gemacht und jetzt ist sinnlos, nur noch dieser Schädel endlich. Übrig. Ja. So, es wird immer so ein bisschen zusammengebracht. Aber trotzdem, also dieses Sein oder Nichtsein, ich meine, was ist die Frage auf Sein oder Nichtsein? Was ist die Antwort auf Sein oder Nichtsein? Was würden Sie sagen? Na, philosophisch könnte man sagen, Menschen sind die einzigen Wesen, die wissen, dass sie sterben werden. Sie sind in ihrem Sein mit einem Wissen um ihr Nichtsein geschlagen. Wir alle wissen, dass wir sterben werden. Das wissen Hunde, Wale und viele andere Wesen nicht. Und das ist schwierig, hier zu sein und zu wissen, dass man in 100 Jahren nicht mehr hier ist. Ja, vor allem, was es bedeutet, nicht hier zu sein. Also, wir wissen ja weder, was vor der Geburt war, noch was nach dem Tod kommt. Also, ich hab mich ja sehr viel mit dem Stück beschäftigt und habe es fast ritualisiert auch immer wieder gespielt, was ich auch interessant finde, einfach so als Phänomen, dass man sagt, man begegnet dieser Frage immer wieder und man findet auch immer wieder neue Antworten darauf. Mittlerweile glaube ich, dass die Antwort auf Sein oder Nichtsein lautet. Was meinen Sie damit? Dass das immer eine Ambivalenz ist, die bleibt? Ja, ja genau. Und letztendlich der letzte Satz von Hamlet ist auch hilfreich, der Rest ist Stille.
Also, da gibt es ja eine Abhandlung von Tabori darüber, dass die übliche deutsche Übersetzung von Tieck, Schlegel Tieck, der Rest ist Schweigen, gar nicht korrekt ist in der Hinsicht, weil Schweigen immer die Anwesenheit von jemandem bedarf. Während Stille auch da herrscht, wo keiner anwesend ist. Ja, aber das stimmt ja auch. Ich meine, in 200 Millionen Jahren, sehr wahrscheinlich, wird auf diesem Planeten Stille herrschen. Es ist zumindest kein Mensch mehr da, der sich irgendetwas anhört oder etwas wahrnimmt. Ich finde das auch tröstend, den Gedanken zu sagen, was kommt denn nach dem Tod? Stille, damit kann ich mich eigentlich arrangieren. Sie sagten, vielleicht hängt das ja sogar miteinander zusammen, würde mich interessieren, die Angst ist das, was sie treibt. Die Angst vor verschiedenen Dingen. Philosophisch könnte man sagen, die Urangst jedes Menschen ist die Angst vor dem Tod, vor der Ungewissheit, vor dem Faktum, dass man sterben wird und vor dem Wissen, dass man nicht weiß, was dann ist. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kunst etwas mit dieser Angst vor der Endlichkeit zu tun hat? Absolut. Also ich glaube auch, je älter ich werde, je mehr Angst kriege ich vor dem Tod. Also das war so eine Erkenntnis, die mir auch nochmal klar wurde im Zusammenhang mit dem Film Schwesterlein. Was bedeutet es tatsächlich, mit dem Tod konfrontiert zu sein? Und ich habe als Kind immer sehr viel mit dem Tod kokettiert und habe mich auch damals beim Kindergeburtstag aufs Fensterbrett gestellt und gesagt, ich springe jetzt runter. So, weil diese Erkenntnis oder dieses Bewusstsein darüber zu erlangen, zu sagen, man ist sterblich und man hat es aber auch selber in der Hand. Unglaubliche Macht, ich könnte das jetzt beenden. Ja, genau. Und damit habe ich gespielt so, und habe mir auch darin gefallen. Aber je älter ich werde, desto mehr Angst habe ich natürlich, dass mein Leben zu Ende geht und vor dem Tod tatsächlich. Und mich hat es damals sehr berührt, die Auseinandersetzung mit Christoph Schlingensief und seiner Krebsdiagnose und die Tatsache, dass er praktisch die Angst vor dem Tod öffentlich gemacht hat. Und das taucht ja auch als Thematik in dem Film auf. Mhm. Da heißt es dann, es ist pervers, jemanden beim Sterben zuzuschauen. Und mich hat es sehr beeindruckt. Einfach auch dahingehend, dass ich gemerkt habe, jemand, der dem Tod nahe ist oder der unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist, der erlangt nicht, wie wir es gerne hätten, glaube ich, Größe oder eine Weisheit, sondern der schrumpft im Grunde vor Angst. Und sich diese Angst einzugestehen und damit offensiv umzugehen, ich glaube, das ist eine große Qualität. Also das versuche ich eigentlich auch in der Beschreibung, dass ich natürlich voll von Angst bin. Also Thomas Ostermeier, der Regisseur oder der künstlerische Leiter der Schaubühne, der auch in dem Film Schwesterlein den Regisseur spielt, der beschreibt mich sozusagen als angstfreien Menschen. Und da sind wir im Grunde bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass der Effekt dieses dann doch diametral ist. Also aber Sie haben doch, glaube ich, was gesagt, was fast schon eine Art schamanische Ambition ist. Es gibt eine Situation, die für uns alle gilt und Sie versuchen in Ihrem Schauspiel uns in gewisser Weise das vorzuführen, in aller Öffentlichkeit, in aller Schonungslosigkeit, in aller Radikalität. Sie sind alle, aber ich zeige euch, was das bedeutet. Ja, das fand ich auch immer beeindruckend, dass Empathie ja eigentlich oder Mitleid meint, dass ich mich als Zuschauer in diese Person reinprojiziere und mit dieser Figur leide. Also eigentlich mir vorstelle, das würde mir geschehen. Was ich einen interessanten Effekt finde, dass es gar nicht wirklich um mich geht, sondern jeder macht es mit sich aus. Und das finde ich eigentlich die Schönheit auch am Theater. Also diese Möglichkeit, sich in den Figuren zu spiegeln. In diesem Film, in der Konstruktion, gibt es noch etwas anderes, was mir sehr zu denken gab, nämlich dieser Mann weiß, dass er stirbt, aber er übt seine Kunst bis zum Ende aus. Als ob er signalisieren wollte, es ist egal, dass das Leben endlich ist. Das ist es, was mir Sinn verleiht. Und ich würde das bis zum letzten Atemzug tun. Ja. Ich kann es auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil für mich tatsächlich Kunst mittlerweile gleichbedeutend mit Leben ist. Also sozusagen die Möglichkeit, sich auszudrücken, kreativ zu sein, ist das, was mich am Leben hält. Und ich glaube, in dem Moment, wo mir das verwehrt sein würde, käme das tatsächlich Sterben gleich. Trotzdem, aber Gerd Voss zum Beispiel, der große Schauspieler aus... Darf ich kurz fragen, weil das hier wirklich etwas ist, was viele Schauspieler derzeit, im Moment ist man ja in einer Art des Untotseins, fast was Zombieskes, man ist als Schauspieler noch da,
Aber das, was einen lebendig macht, das fehlt. Ja, und ich glaube, deswegen betreibe ich sehr viel Aufwand, trotzdem einen kreativen Output zu haben. Ich mache dann halt andere Sachen. Ich fotografiere im Moment sehr viel und gehe dann stundenlang spazieren und versuche mich über Bilder auszudrücken. Ich bin dann nicht sozusagen nur gebunden an die Schauspielerei. Ich versuche dann, mich auf anderen Feldern zu betätigen. Aber ohne das tatsächlich einfach nur zu Hause zu sitzen und warten, dass der Lockdown vorbei ist, da würde ich mich tatsächlich fühlen wie gestorben. Es gibt bei Thomas Mann so eine schöne Stelle, daran muss ich gerade oft denken. Tod sein ist der Zustand, in dem man spricht und niemand hört einen. Es ist die absolute Resonanzlosigkeit. Es gibt kein Publikum, man ist ganz für sich allein. Und das ist der Zustand, in dem der Mensch eigentlich tot ist. Interessant, ja. Also ich weiß nicht, wer jetzt von den Schweizer Zuschauern die Möglichkeit hatte, Hamlet zu sehen, aber der Tod ist tatsächlich so inszeniert. Also in dem Moment, wo er den tödlichen Hieb erfährt, Hamlet, redet er und der Rest der Figuren nimmt ihn nicht mehr wahr. Hm. Das ist dann wie so albtraumhaft inszeniert, aber das finde ich auch ein sehr starkes Bild. Ist natürlich auch ein Schauspieler-Albtraum. Man tut irgendetwas und niemand reagiert. Ja, deswegen finde ich auch Provokation ein zu Unrecht negativ konnotierten Begriff. Also, weil ich würde tatsächlich sagen, dass ich versuche, mit meiner Arbeit zu provozieren, aber nicht Provokation um der Provokation willen oder um was Negatives zu provozieren, sondern um eine etwas Reaktion hervorzurufen. Genau, beim Gegenüber. Provokare, ja, genau. Etwas hervorrufen. Das ist ja eine Kunst, die immer riskanter wird und bringt uns auf ein Thema, das die gesamte Theaterwelt und auch die Filmbranche derzeit verändert. Moralisiert, vielleicht auch normiert, nämlich die Frage, wessen Stücke mit welchen Schauspielern wie aufgeführt werden. Seit MeToo und seit der Black Lives Matter Bewegung gibt es ja da, sagen wir mal, ein neues Befragen des Theaters auf sich selbst hin, das auch sehr viel damit zu tun hat, welche Provokationen noch möglich oder gewünscht werden. Wie erleben Sie das derzeit von Ihnen? Ist da wirklich eine Dynamik von Ihnen spürbar, wie man sie von außen zu vernehmen meint? Ja, absolut. Also erstmal generell, ich finde es total wichtig, dass die Sprache überdacht wird, dass diese Sachen überdacht werden, auch wenn ich da teilweise natürlich Defizite erlebe, ja, oder Einschränkungen. Aber so schmerzhaft das jetzt ist für mich persönlich, ist es natürlich gesellschaftlich enorm wichtig. Also auch das Verständnis darüber, dass eine gewisse Gleichberechtigung nur dadurch entstehen kann, dass ich meine Privilegien aufgebe. Und das sind ja Privilegien. Ein Privileg ist, ich darf Richard III mit einem aufgeschnallten Buckel spielen. Ich darf das mal kurz zeigen, weil Richard III. Ist ja so ein Beispiel. Das ist die Rolle einer, die Sie auch an der Schaubühne gespielt haben. Und da gab es tatsächlich Menschen, die gesagt haben, Richard III. Ist ein Buckliger, man könnte sagen ein behinderter Mensch. Und da gab es Menschen, die sagen, ja, der Eidinger spielt ja einen Behinderten, aber er ist gar nicht behindert. Das ist nicht in Ordnung. Ja, und das finde ich auch nachvollziehbar, die Kritik. Auch wenn es mich natürlich schmerzt, ja, und auch wenn ich natürlich froh darum bin, dass ich diese Figur so spielen darf. Aber es ist ein Privileg und ich muss mich dem stellen. Ich muss mich fragen, ist es richtig? Ist es richtig, mein Fotoband Autistic Disco zu nennen, wenn es so und so viele Leute gibt, die sagen, der Begriff Autistik in dem Zusammenhang, den finde ich schwierig. Ich habe da nicht so richtig eine Lösung. Ich finde gut, dass es anfängt, sich zu bewegen. So, und ich stelle mich da auch selber extrem in Frage. Aber trotzdem ist natürlich auch die Frage, wo sitzen da die Grenzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hamlet ein Fettsuit anziehe. Ja. Also etwas, was sie sehr, sehr dick wirken lässt. Genau. Ja. Ist es auch in gewisser Weise eine Grenzüberschreitung, ja, weil man könnte auch behaupten, ich mache mich da über fettleibige Menschen lustig oder es hätte was mit Bodyshaming zu tun. Oder ich hab in einem Film von Jan Bonny in einem Polizeiruf in Deutschland eine Transgender-Person gespielt. Und da fand ich übrigens sehr interessant, ich habe mich sehr viel mit tatsächlichen Transgender-Menschen unterhalten und die haben gesagt, sie möchten nicht sozusagen das andere Geschlecht werden oder sie haben kein Fable jetzt für das andere Geschlecht oder sie für beispielsweise Weiblichkeit, sondern sie möchten sie selbst werden. Was ich eine interessante Erkenntnis finde, auch vor dem Hintergrund, was will man als Schauspieler? Ich will mich ja nicht verwandeln, um jemand anders zu werden, sondern ich will mich verwandeln, um ich selbst zu werden. So würden Sie das beschreiben, das ist ein Weg zur Selbstfindung. Ja, absolut.
Und trotzdem ging es mir neulich so, ich hatte ein Skype-Gespräch mit Tim Robbins, dem Schauspieler, weil es darum ging, Schwesterlein der Academy vorzustellen. Und da habe ich den Begriff, weil ich mir auch in dem Moment unsicher war, habe ich beide Begriffe gesagt, Transsexual und Transgender. Und dann hat sich die Produzentin eingeschaltet und hat gesagt, könntest du den Gedanken nochmal formulieren, ohne den Begriff Transsexual zu verwenden? Weil das so ein Wort war, das anders konnotiert ist, von dem Sie vielleicht nicht wissen. Genau. Ja. Also ich war mir im Unklaren darüber, aber es gibt anscheinend ein Problem mit dem Wort. Und das meine ich, ich finde, dem muss ich mich stellen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe mein Leben lang Transsexual gesagt. Ich sage das jetzt, egal wer sich dadurch verletzt fühlt. Oder ich sehe sozusagen in dem Begriff keine Verletzung. Es scheint da eine zu geben und darauf muss ich Rücksicht nehmen. Das ist, glaube ich, klar, dass man für Sensibilitäten wacher wird, dass man sie überhaupt erst wahrnimmt als gegebene Sensibilitäten. Aber das, was Sie beschreiben beispielsweise mit Richard III., das geht ja in die innere Logik des Schauspielers selbst. Weil man könnte sagen, der ganze Witz am Schauspielern besteht ja darin, jemanden darzustellen, der man nicht ist. Absolut. Und wenn man das nicht mehr darf, dann kann man kein Schauspieler sein. Das war auch meine erste Reaktion, dass ich gedacht habe, ja, aber wenn ich jetzt jemanden spiele, der traurig ist und bin gar nicht traurig, erhebe ich mich ja über alle, die tatsächliches Leid erfahren. Ja, mir steht es gar nicht zu, überhaupt mich in eine gewisse Tragik reinzudenken, weil ich die ja in meinem alltäglichen Leben gar nicht so erfahre. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist ein kompliziertes, komplexes Thema. Ich finde es aber wichtig, dass man sich die Mühe macht, sich dem zu stellen und das nicht von sich wegzuhalten und sich auch tatsächlich zu fragen, inwieweit profitiere ich denn von diesen Privilegien. Also ich finde es schon interessant, dass ich glaube, es ist eine 80er-Jahre-Inszenierung von Zadek, wo Gerd Voss sich noch schwarz angemalt hat als Othello. Das wurde auch überhaupt nicht in Frage dieses gestellt. Dieses Blackfacing, wie man das heute nennt. Ja. Ja, und es ist ja richtig, dass man das in Frage stellt. Ja? Und ich glaube, an einem ähnlichen Punkt sind wir in diesen anderen Fragen auch gerade. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Sie sind ja nun jemand, der gerne vorne rausgeht, der gerne provoziert, der gerne herausfordert, wie Sie sagen. Gab es denn vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren den Gedanken, boah, cooles Projekt, vor 10 Jahren hätte ich das gemacht, aber mittlerweile geht das nicht mehr, ist zu krass? Ehrlich gesagt, ja, gut, ich habe mal ein Angebot bekommen für eine Rolle, da sollte ich jemanden spielen, der auch so hieß wie ich. Das ist aber das Konzept der Serie, dass alle so heißen, wie sie heißen. Und da ging es um MeToo. Und da war es so, dass ich gedacht habe, das Thema ist mir zu kompliziert und zu komplex, als dass ich es einfach nur darstellen will. Ich möchte dann wissen, was die Haltung sozusagen des Filmemachers zu dem Thema ist. Und wollte mich da nicht zur Verfügung stellen. Das war was, da war ich plötzlich sensibilisiert und habe gedacht, dem Thema muss man auch den Raum einräumen, den es verdient und kommt, glaube ich, nicht weit, indem man sich einfach so in Statements flüchtet. Statements ist ein guter Stichwort für mich, auch wenn es um Angst geht. Ich habe gelesen, dass Meryl Streep ihn, glaube ich, bei der Berlinale zugeflüstert hat, du kannst mit einem einzigen Satz deine Glaubwürdigkeit ruinieren. Das ist ein Satz, der sehr wuchtig ist, der etwas über Ruhm und Starsein bedeutet, der einen aber doch auch wirklich unter einen extremen Existenzdruck setzt, wenn wirklich dieser eine Satz die Karriere zerstören kann. Ja, ich spüre die Angst auch, also ganz konkret. Also darin, dass ich natürlich, aber da sind wir auch wieder bei Privilegien, dadurch, dass ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt fühle, in meiner Freiheit, mich auszudrücken. Aber ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich bin natürlich in gewisser Weise als Künstler darauf angewiesen, dass ich mich frei in dem Raum äußern darf, ohne dass es mir zum Verhängnis wird. Aber plötzlich spüre ich... Ja, noch mehr noch. Sie sind ja transgressiv. Sie müssen die Grenzen, die andere setzen, überschreiten. Das haben Sie ja selber gesagt. Ja, genau. Ja, und da, also man merkt schon, also sagen wir mal so, ich glaube, der Punkt ist, dass die Sprache verräterisch ist. Und dass ich mich natürlich in meinem Denken oft verrate. Und dass das richtig ist, das anzukreiden. Mhm. Weil einfach nur zu sagen, der hat den einen Satz gesagt und das kann jetzt nicht der Grund sein, warum er einen Shitstorm erfährt oder degradiert wird. Ich muss mich schon fragen, woher kommt dieser Satz? Warum formuliere ich den so? Welches Denken steckt dahinter? Mhm. Und ich glaube, dass man da schon
oft auch über sich selber erstaunt ist oder überrascht ist. Was da für Personen in einem hausen, ja, über die man nie nachgedacht hat. Das hat ja allein mit der Sozialisierung zu tun. Mhm. Ja? Also wie meine Eltern noch geredet haben, der Sprachgebrauch meiner Eltern, auch wie ich, auch meiner Schulzeit. Und davon muss ich mich natürlich erstmal entfernen. Und da muss ich gewisse Sachen erstmal in Frage stellen. Bei mir zu Hause wurde noch gesagt, als alles Schwarzer auf dem Bildschirm erschien, die dumme Sau. Und das ist ja ein extremer Schritt, den ich gehen muss, als Persönlichkeit zu sagen, ist es wirklich eine dumme Sau oder ist es nicht eine Frau, der wir wahnsinnig viel zu verdanken haben, weil sie sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Aber diese Transferleistung, die muss man ja erstmal erbringen. Denn man muss sich ja erstmal in eine Distanz begeben, um drauf zu schauen und zu sagen, nee, stopp mal, vielleicht diese Werte, die mir dann noch zu Hause vermittelt wurden, vielleicht stimmen die gar nicht. Die man mit der Muttermilch sozusagen eingesaugt hat und die einem ganz selbstverständlich erscheinen. Und ich glaube, bis heute ist es so, dass Sprache einen dahingehend verrät. Mhm. Und dass man oft, ich habe zum Beispiel im Zusammenhang mit einem anderen Film, habe ich gesagt, I'm a pussy, ja, als ich was gemacht habe, was ängstlich war oder so. Doch, dann, den Feigling wollten Sie sagen. Ja, genau. Ich bin in einer Nazi-Uniform an einem Schäferhund vorbeigelaufen, der mich angebellt hat und zurückgewichen. Und ich sollte aber jemand Martialisches spielen. Und dann bin ich zurück auf Anfang der Szene und habe zu dem Kollegen gesagt, ich bin eine Pussy. Und dann hat der Kollege gesagt, Pussy? Wie redest denn du? Ja, er hat ja völlig recht. Hm. Also würde ich nie wieder sagen. Aber es kam so raus und ich muss mich dann sozusagen trotzdem fragen, welches Weltbild steckt dahinter? Wie schaue ich auf die Frauen? Wie stehe ich zur Feminismusdebatte und so? Das sind ja alles Fragen, die muss ich mir doch stellen, sozusagen. Also nur dadurch kann man doch eine Veränderung hervorrufen, indem man sich in Frage stellt und nicht dann, dass man sagt, ich gebrauche den Begriff, ich bin aber überhaupt nicht frauenfeindlich und ich bin auch nicht rassistisch. Vielleicht müssen wir erstmal an den Punkt kommen, wo wir uns den eigenen fremden Hass oder die Fremdenfeindlichkeit und den eigenen Sexismus eingestehen, um überhaupt eine Veränderung zu provozieren. Von all den Dingen, die man mitnimmt, ohne dass man sie reflektiert hat in der Erziehung, im Zeitgeist, in dem Werden, wir sind ja jetzt eine Generation, sagen wir in den 70er Jahren, als Männer sozialisiert worden. Wir haben Sport gemacht. Wir haben da vieles an Heldischem und an Idealen von Männlichkeit in uns aufgenommen, über die wir nie nachgedacht hatten. Und die letzten 20 Jahre mussten wir sehen, dass diese Selbstverständlichkeiten keine waren. Ich finde das in Ihrem Fall auch so besonders interessant, weil Sie nicht nur ein Rollenmodell sind aufgrund des Status, das Sie haben, sondern weil man Ihnen auch immer zuschreibt, dass Sie für eine neue Männlichkeit stehen. Und zwar in einer paradoxen Weise. Einerseits sind Sie physisch sehr imposant, wirken sehr männlich und dann sagt man immer, es gibt diese Zerbrechlichkeit, es gibt dieses ganz und gar Fragile in ihm. Und da werden Sie zu einem Typus aufgebaut, der fast für ein neues Geschlechterideal steht, nämlich so eine Art neue Männlichkeit, wie sie sein sollte. Ja, aber ich sehe mich da überhaupt nicht als Botschafter. Also ich freue mich darüber. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass jetzt so und so viele aufschreien und sagen, was der Typ und so. Also der ist für mich das Gegenteil von einem modernen Mann. Wenn ich mir jetzt beispielsweise die Fingernägel anmale, dann ist das eine Befreiung vor mir selbst. Also ich mache das, weil ich es schön finde, weil ich es attraktiv finde. Und weil ich die Grenze überschreite, dass ich eigentlich denke, mach's lieber nicht. Ich würde gerne, aber ich habe zu viel Angst davor, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Und darunter habe ich als Teenager sehr gelitten, dass ich eine Vorstellung davon hatte, wie ich gerne wäre, wie ich gerne aussehen würde und habe mich immer zurückgehalten. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss mich da befreien. Der kam sehr spät bei mir. Aber das habe ich auch als solches empfunden. Und das finde ich tatsächlich auch aufregend. Also mit einem Kleid auf die Straße zu gehen, ist aufregend. Und dann kann man sich fragen, stellt man sich dieser Aufregung und läuft man auch Gefahr, dafür ausgelacht zu werden oder angegriffen zu werden? Und da habe ich einfach für mich gemerkt, es bringt mich weiter, mich dahingehend auch zu fordern und mich dem auszusetzen. Aber ich meine, ich habe
im Jahr 2007 einen Film gemacht mit Maren Ade, Alle anderen. Das war eine Art Durchbruchfilm für Sie als Filmschauspieler damals. Und ich finde, dass Maren Ade in dem Film auf gerade nahezu prophetische Art diese ganze Problematik vorweggenommen hat. Da taucht nämlich dieser Satz auf: Findest du mich eigentlich männlich? Und dann wird durchexerziert, was heißt es eigentlich? Dann malt sie mich an wie ein Mädchen, dann gesteht der Mann seine Schwäche ein, er sagt, er weiß nicht so richtig, was er machen soll beruflich und so. Und das interessante Phänomen ist, dass er darüber unattraktiv wird. Und das stellt sozusagen auch unser Wertesystem komplett in Frage. Also ist ein Mann, der schwach ist, ist ein Mann, der weich ist, er weint und weich ist, ist er überhaupt noch attraktiv für eine Frau? Ich finde, es sagt sich so leicht, aber ich kenne wirklich sehr viele Frauen, wenn man fragt, was findest du an einem Mann attraktiv, sagen, ich finde einen Mann attraktiv, der mich dominiert. Und die schämen sich auch dafür, dass sie das sagen, aber sie sagen, oh, das ist die Präferenz, ja, so sieht es aus. Und dieser Problematik muss man sich stellen. Ist sozusagen dieser Mann, den wir einfordern, überhaupt der, den wir begehren können? Oder müssen wir auch unsere eigene Sicht, auch die Frau sozusagen, nochmal hinterfragen? So. Also, ich freue mich über so eine Beschreibung, aber ich habe irgendwann mal einen Preis bekommen. Auf diesem Podest zu stehen, oder? Das ist ja ein enormer Druck, wenn man so die neue Männlichkeit verkörpern soll. Das fühlt sich für mich nicht so an. Ich habe mal einen Preis gewonnen, irgendwie Krawattenträger des Jahres. Und erst konnte ich damit gar nichts anfangen. Ich habe einfach eine Mail bekommen, sie sind zum Krawattenträger des Jahres gekürt worden. Und dann habe ich mir aber die Begründung der Jury durchgelesen. Und da stand, dass er wie selbstverständlich Gendergrenzen sprengt. Und das fand ich einen Satz, der mir gefallen hat. Weil diese Selbstverständlichkeit hat mir gefallen. Das ist, man wünscht sich ja sozusagen eine Zeit, in der keiner mehr über lackierte Fingernägel bei Männern spricht. Weil es einfach selbstverständlich ist. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Man könnte ja sagen, wir fangen mal an mit dieser binären Unterscheidung Mann und Frau. Wenn man heute die Wissenschaftler sieht, die sagen, nö, es gibt so ein Kontinuum. Da gibt es kein Entweder-Oder, sondern wir sind alle auf einem Spektrum und dieses Spektrum variiert durch die ganze Zeit. Dann wäre ja ein Ziel, auch vielleicht des Schauspielers zu sagen, ich zeige euch, wie so ein Kontinuum aussehen kann. Ich gehe das Kontinuum für euch durch, ja. Weil ihr alle eigentlich dieses Kontinuum in euch habt, in mehr oder weniger starker Form. Ja, ich glaube, so ein bisschen verstehe ich meinen Beruf auch so tatsächlich. Was an Ihrem Beruf und wie Sie ihn verstehen, für mich auch faszinierend ist, dass Sie nicht nur mutig sind, sondern dass Sie das unter extremem körperlichen Einsatz vollbringen. Zum Beispiel gibt es da dieses Video, das Sie mit der Gruppe Deichkind gedreht haben, in der Sie zu einem männlichen Pinsel werden und sich auf einer Leinwand minutenlang durchschleifen lassen, geradezu als ob Sie sagen wollten, ich bin gar kein Leib und Seele, ich bin nur Leib. Der Leib ist alles, was ich bin. Ja, das war interessant. Das Video ist ein Jahr alt. Das war eine Idee von Henning Besser. Das ist sozusagen der kreative Kopf hinter Deichkind. Und er rief mich an und meinte, also sie haben die Idee, eine 20 Quadratmeter große Leinwand auf den Boden zu legen, mich an einem Kran hochzuziehen, in einen Bottich Farbe zu tunken und mit mir ein Bild zu malen. So. Und das klingt ja erstmal interessant als Idee, aber das muss man erstmal umsetzen. Und dafür bewundere ich die wirklich zutiefst, dass sie das schaffen, dass sie in der Lage sind, so eine Idee in die Realität umzusetzen. Aber muss man erst mal machen, sich da aufhängen lassen und durchschleifen lassen. Ich stelle mir das geradezu schmerzhaft vor. Ja, da gab es dann auch natürlich die ersten Diskussionen. Ich dachte, es sieht unvorteilhaft aus, wenn ich da hänge und nackt bin. Ich wollte eine Unterhose anhaben, dann haben wir das ausprobiert. Es sah aber irgendwie komisch aus. Man hat so viel über die Unterhose nachgedacht. Dann haben wir gesagt, er muss es nackt machen. Das erinnert auch viel mehr so an diese Aktionsmalerei aus den 70ern. Und dann gab es jemanden, der das betreut hat, der gesagt hat, wie lange kann ich da oben hängen, ohne dass ich ohnmächtig werde. Dann war die Schwierigkeit, mich in diesen Bottich einzutunken, weil ich da aus eigener Kraft nicht raus konnte und natürlich sehr viel Vertrauen haben musste, dass die mich auch irgendwann wieder rausziehen. Und dann war die Schwierigkeit, dass ich mit 90 Kilo auf einer Leinwand, das stellt sich tatsächlich dar wie Schmirgelpapier. Also man hätte wahrscheinlich Seide nehmen müssen, aber durch das Gewicht war das so rau, diese Oberfläche. Ich war unter dieser blauen Farbe war ich wirklich blutüberströmt und es war extrem schmerzhaft. Aber
Also wenn mich vorher jemand fragen würde, diese Schmerzen kommen auf dich zu, machst du das, würde ich wahrscheinlich sagen, nein, aber ich wusste ja auch vorher nicht, was da auf mich zukommt. Wie weit würden Sie denn gehen? Ich habe von Ihnen den Satz gelesen, wenn ein Regisseur zu mir sagen würde, du musst dir für die Rolle den Arm abschneiden vor der Kamera, würde ich zumindest a priori nicht sagen, mache ich nicht. Ja, das habe ich aber nur in Bezug auf Lars von Trier gesagt. Na gut, aber also immerhin. Für jeden Regisseur würde ich mir nicht den Arm abhacken. Aber ja, ich glaube, es ist, da komme ich sozusagen zurück zu dem Begriff Stage Animal. Mhm. Mich interessiert sehr diese Grauzone zwischen dem, was gespielt ist und was real ist. Weil ich glaube, dass es diese Unterscheidung gar nicht wirklich gibt. Da gibt es dieses tolle Zitat von Bernd Meininger aus dem Text von Katja Epstein, Theater, Theater, alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Also dieser Punkt zu sagen, in der Fiktion bin ich ja trotzdem leibhaftig anwesend. Das heißt, wenn ich da als Pinsel über die Leinwand gezogen werde, habe ich ja trotzdem real als Mensch Schmerzen. Und wenn ich emotional werde in der Figur, werde ich ja trotzdem emotional. Also es sei denn, man hilft sich mit einem Tränenstift oder irgendwelchen Tricks, aber wenn man wie ich den Anspruch hat, das auch wirklich zu durchleben, dann wird es Teil meines erlebten Lebens. Mhm. Und deswegen gefällt mir dieses Animalische, weil zum Beispiel gibt es Sachen wie eine Erektion, die sind nicht künstlich herstellbar. Da ist die Unmittelbarkeit einfach Unmittelbarkeit, genau. Sie ist das, was sie ist. Und das übt auf mich eine extreme Faszination aus und auch einen Schmerz natürlich. Also wenn ich sage, jemand schlägt mich wirklich ins Gesicht und ich filme das und ich profitiere davon, was es mit mir macht und das ist sichtbar und ich stelle das sozusagen zur Verfügung und das wird auch gebannt und es wird sozusagen der Nachwelt zur Verfügung gestellt, finde ich das ein Reiz, für den ich bereit bin, sehr viel Opfer zu bringen. Also in der Probe würde ich das jetzt nicht machen oder wenn es keiner aufnimmt, sondern es geht tatsächlich auch darum zu sagen, man stellt es der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber das ist ja auch ein Punkt, nehmen wir mal an, man hat eine Sexszene, eine erotische Szene und man steigert sich da so rein, dass man auf der Bühne jetzt eine Erektion bekäme. Das ist ein Beispiel, das Sie genannt haben. Das ist ja auch der Moment maximaler Unverfügbarkeit, kann man sagen, maximaler Intensität, aber so verletzlich wird man ja nie wieder. Also man setzt sich wirklich vollkommen aus. Ja, ja, und ich empfinde das als eine wahnsinnige Qualität. Also auch, weil da genau die unterschiedlichsten Gefühle, die sich auch vordergründig widersprechen, zusammenkommen. Das heißt, es ist ein Moment absoluter Verletzlichkeit und Schamhaftigkeit und gleichzeitig ein Gefühl von Erhabenheit und Potenzial und Potenz. Also ich hatte das mal in einem Film von Peter Greenaway, The Goltzius, Pelican and the Goltzius and the Pelican Company, so heißt der Film. Und Peter Greenaway beschreibt da wirklich über Seiten auch den sexuellen Akt und da war eigentlich klar, da bin ich als Schauspieler gefordert, eine Erektion zu haben. Und dann haben wir die Szene geprobt und dann habe ich Peter Greenaway gefragt, wie machen wir das denn mit der Erektion? Und er hat mir einfach das Gefühl gegeben, er vertraut mir da. Ja, ich habe mir selber gar nicht vertraut, ich habe selber gedacht, es wird gar nicht funktionieren. Und es ging dann aber in der Szene. Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, dass gegenüber die Schauspielerin, gegenüber bringt mir ein Vertrauen entgegen. Das Vertrauen, dass ich mich in dem Moment schutzlos zeigen kann. Und da konnte ich mich dann so öffnen, dass ich sexuell erregt war. Und das hatte eine große Erotik. Man sagt ja auch so, man erkennt sich an. Genau. Also das Biblische. In der Bibel. Sagt ja. Man erkennt einander, weil ja. Man sich vollkommen schutzlos hingibt. Genau. Und trotzdem würde ich das Gefühl, was ich in dem Moment hatte, als wahnsinnig ambivalent und komplex beschreiben. Und zwar war es eine Schamhaftigkeit und es war ein großes Gefühl von Macht und Potenz. Und das ist natürlich irre, wenn diese Emotionen, die sich scheinbar so widersprechen, gleichzeitig stattfinden. Gibt es da noch, das interessiert mich wirklich, weil es faszinierend ist, sowas zu hören, gibt es da noch sozusagen eine dritte Instanz, die sagt, oh, guck mal, du hast da jetzt eine Erektion. Gibt es da noch eine Reflexionsinstanz, wo sie sagen, ich schaue mir dabei zu und denke, ich bin ein ganz schön seltsamer Kerl. Ja, die gibt es immer. Die gibt es auch in hochemotionalen Szenen. Also ich merke auch beim Spielen, wenn ich mich öffne und wenn die Emotion einsetzt oder wenn der Körper reagiert und mir die Tränen runterfließen,
bin ich auf der einen Seite, also es ist wirklich ein hochkomplexer Vorgang, bin ich auf der einen Seite natürlich traurig oder verzweifelt, was zu dieser körperlichen Reaktion führt, aber es gibt auch ein absolutes Glücksgefühl von, wow, die Kamera läuft und mir gelingt es gerade, ohne dass es dazu führt, dass es eine dem anderen widerspricht und dass es vielleicht aufhört, sondern es findet alles gleichzeitig statt. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen man Schauspielerei als was Rauschhaftes beschreiben kann, weil es eine absolute Form von Bewusstseinserweiterung ist. Also ich kann in so einem Moment wirklich alles gleichzeitig wahrnehmen. Und ich habe mal ein Interview geführt in Barcelona mit einer Simultanübersetzerin, die gesagt hat, sie ist immer dann gut, wenn sie während sie übersetzt noch darüber nachdenken kann, dass sie ihre Tochter im Anschluss von der Schule abholt. Dann ist sie gut. Und ich hätte früher als Schauspieler immer gesagt, dann bin ich schlecht. Ich dachte immer, ich bin schlecht, weil ich nicht fokussiert bin. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass ich dann gut bin, wenn alles gleichzeitig stattfindet. Also wenn wir uns unterhalten, ich dem Gedanken folgen kann, ich aber auch in einem vollen Bewusstsein darüber bin, dass da ein Kamerateam ist, dass da dass hier der Spiegel ist, das Glas Wasser, mein Anzug, alles gleichzeitig. Und das hat was Rauschhaftes. Weil da könnte man sagen, das ist das volle Glitzern der Wirklichkeit. Ich nehme alles gleichzeitig wahr und ich nehme den ganzen Reichtum des möglichen Resonanzes drauf. Ja, und das ist Präsenz. Das ist also weil Präsenz. Das ist auch was, woran ich mich eigentlich mein Leben lang abgearbeitet habe, an der Tragik, das den Moment festzuhalten oder den Moment zu erleben, utopisch ist. Das ist eigentlich nicht funktioniert, weil das Leben beschreibt Bewegung. Deswegen ist der Satz auch so treffend. Der Rest ist Schweigen, der Rest ist Stille, Entschuldigung. Deswegen ist der Gedanke so treffend zu sagen, Stille im Sinne von Stillstand. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich lebe, bewegt es sich. Und das schließt aus, dass ich den Moment überhaupt erfahre, weil der Moment existiert nicht. Der ist nie fest, sondern es ist alles im Fluss. Und damit muss ich mich im besten Sinne abfinden oder arrangieren. Nur dann kann ich mein Leben genießen. Aber in der Verzweiflung, oder so habe ich es lange empfunden, oder in der Tragik, dass man den Moment festhalten will, das macht einen unglücklich. Und das ist auch so eine Sehnsucht nach einer Form von Perfektion, die tatsächlich sich erst im Tod einlösen wird. Da würde man sagen, die unmittelbarste Intensität, die gibt es nur im Tod. Weil in der Philosophie, ich meine, es ist wahnsinnig interessant, was Sie sagen, gibt es sozusagen zwei Intensitätsideale. Nehmen wir mal beim Sex. Man könnte sagen, man hat dann guten Sex, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, Sex zu haben, sondern reines Handeln ist. Und Sie haben es beschrieben, nein, es gibt ein anderes Intensitätsideal. Es ist das komplette Handeln und das Wissen um die Komplexität und die Komplettheit des Handelns. Ja. Das ist die volle Präsenz. Ja. Genau. Ja, interessant. Ne? Also ich würde auch sagen, der selbstvergessene Moment ist für mich im Grunde wertlos. Ich möchte sozusagen der selbstbewusste Moment, den finde ich erstrebenswert. Und das hat mich immer gestört, dass ich gesagt habe, rückwirkend war ich in dem Moment glücklich. Aber in dem Moment, wo ich den Moment erlebt habe, war ich mir dessen gar nicht bewusst. Ja, gut, jetzt könnte man sagen, es ist vielleicht das Ideal, dass es nichts Rationales hat. Mhm, ja. Das ganz Animalische eben. Ja. Aber also ich habe, oder vielleicht ist es auch einfach so, ich habe große Schwierigkeiten damit, mich selbst zu vergessen. Das ist vielleicht auch was, an dem ich mich abarbeite. Vielleicht wünschte ich mir manchmal, selbstvergessener zu sein, aber ich habe dann doch immer einen Draufblick. Und es ist zum Beispiel auch interessant, dass ich mich, wenn mich jemand heimlich filmt und mir das zeigt, ertrage ich mich nicht. Ich ertrage mich nur in der Gestaltung, also in dem, wo ich ein Bewusstsein dafür habe, wie ich rede, was ich sage, in dem Moment, wo ich eine Kontrolle habe. Aber in dem unkontrollierten Moment finde ich mich unausstehlich. Und das ist aber nichts, wo ich sage, das ist ein Zustand, über den ich glücklich bin, sondern das ist was, woran ich arbeite. Also in Form von Selbstannahme. So bin ja, ich eben. Ja, genau. Also ich meine, man merkt es ja schon dabei, wenn man jetzt sich in den Spiegel guckt, jeder von uns nimmt vorm Spiegel selbst allein eine Position ein, in der einigermaßen vorteilhaft wirkt. Keiner von uns wird sich so im Spiegel zeigen, wie er wirklich aussieht. Das kennt jeder, wenn das Handy versehentlich angeht und man sieht unvorteilhaft, erschrickt man ja förmlich vor seinem eigenen Gesicht. Dabei ist es das Gesicht, so sieht man aus. Ja? Und wie viele Menschen maskieren sich sogar vor dem Spiegel, also ein Duckface. Also man geht ja in so eine Form von Schutz. Ja, und das blöde Grinsen, wenn die Kamera an ist, macht mal ein Foto und dann so. Genau. Und ich glaube,
In diesem Zwiespalt befinde ich mich im Grunde, dass ich eine Sehnsucht danach habe, diesen Schutz fallen zu lassen, aber darum weiß, wie viel Mut es erfordert und wie viel Schmerzen es eigentlich auch mit sich bringt, sich selber anzunehmen. Sie sind ja nun nicht nur Schauspieler, sondern auch Künstler. Sie streben danach, diese Dynamik in anderen Künsten aufzusuchen, zum Beispiel als Fotograf oder als DJ. Würden Sie denn sagen, das geht in der Musik als DJ? Diese Resonanzsuche der Selbstaufgabe, ist das ähnlich wie mit dem Schauspiel? Weil natürlich sind ja DJs Menschen, die Stimmungen erspüren und dann verstärken oder mit diesen Stimmungen spielen. Man könnte sagen, es ist eigentlich wie Schauspiel, nur dass der Text die Musik ist. Oder ist es ganz anders? Doch, doch. Nee, es ist genauso. Also es ist auch tatsächlich ein erhabenes Gefühl, diese Stimmung zu bestimmen. Also ich tanze auch gerne oder ich gehe auch gerne in Clubs und gebe mich sozusagen dem DJ hin, aber ich bin auch gerne der, der für diese Stimmung verantwortlich ist. Das ist ein Hohepriester, ja. Ich mache mit euch jetzt diesen Gottesdienst der Selbsterfahrung. Ja, es wird ja sehr viel über Applaus philosophiert oder es wird Schauspielern wird oft unterstellt, dass sie auf Applaus aus sind. Das trifft es aber nicht ganz. Den Applaus finde ich tatsächlich nicht wirklich interessant, sondern den interessanten Moment finde ich, wenn ich spiele und eine gewisse Aufmerksamkeit genieße und die Leute auch geistig bei mir sind. Also wenn ich das Gefühl habe, uns verbindet in dem Moment was. Also, und das erlebe ich auch beim Musikmachen, dass ich das Gefühl habe, es entsteht was, was größer ist als die Summe der Anwesenden. Und ich meine, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber das ist tatsächlich, dann geht es um Transzendenz und das ist dann das Ideal, dass ich in dem Moment merke, da passiert was, was größer ist, was überirdisch ist und was eine Energie meint oder beschreibt, nachdem man eine Sehnsucht hat. Ja, und das kann man provozieren. Und das gibt einem natürlich ein wahnsinnig erhabenes Gefühl. Wir sind jetzt in der Sternstunde Philosophie, also es geht nicht zu weit und Transzendenz ist ein wunderbarer Begriff. Wie würden wir es dann fassen? Ist die Transzendenz so zu beschreiben, dass was nur ein Bewusstsein in sich eingekapselt ist, sich auskapselt und Aufnahme sucht mit den Energien der anderen Bewusstsein und dass sie dann eins werden? Ja, absolut. Also da hinkt dann auch nicht der Vergleich zur Sexualität. Das ist ja genau das Bestreben. Und trotzdem stört mich ein bisschen an der Beschreibung eins werden, dass es dann nur um die Verschmelzung geht, sondern es geht tatsächlich noch darum, mehr zu werden. Also dass man das Gefühl hat, da entsteht was. Jeder erreicht qualitativ eine neue Ebene, aber nur gemeinsam. Genau. Und das ist ja schon verblüffend, dass es überhaupt geht. Ich meine, ich habe mich mal in einem Film mit Georg Trakl beschäftigt, der das Ideal der Eingeschlechtigkeit hatte. Mhm. Und sozusagen die Annahme, dass das Übel, die Ursache allen Übels, die Trennung von Mann und Frau ist. Und deswegen finde ich den Begriff im Englischen auch so treffend, Sex, weil er sozusagen sowohl die Geschlechter unterscheidet, als auch den sexuellen Akt beschreibt. Und darum geht es eigentlich, um die Begegnung und um das Verschmelzen und tatsächlich auch um das Auflösen von Genderunterschieden. Und das ist ja auch interessant, sozusagen vor dem Hintergrund der Problematik, was beschreibt Feminismus, Sexismus, dass es eigentlich das Ziel wäre, diese Unterteilung, dass die sich auflösen und dass das der ständige Kampf des Menschen ist, eigentlich auch, und deswegen gibt es ja den sexuellen Akt, weil er sozusagen nichts anderes meint, als dass man sich vereinigt. Und in der Differenz, die bleibt, nicht wahr? Es ist ja keine entdifferenzierende Erfahrung. Ja, das ist auch übrigens ein sehr interessanter Gedanke vor dem Hintergrund des Films Schwesterlein, weil die beiden Regisseurinnen, die kennen sich, seit sie, glaube ich, im Kindergarten waren. Sind selbst Schwesterleins, ja. Absolut, ja. Und im Grunde ist es auch meine Erkenntnis, dass Filmemacher letztendlich in egal welchem Thema sie sich stellen, von ihrer eigenen Persönlichkeit erzählen. Und in dem Fall kriegt man tatsächlich die Persönlichkeit dieser beiden Menschen beschrieben. Und das Faszinierende ist, dass sie auf der einen Seite nahezu symbiotisch sind, aber trotzdem ihre Individualität nicht aufgeben.
Und ja, so ist es wahrscheinlich im Idealfall in der Sexualität auch. Eben, dass die Differenz sich eher gegenseitig bestärkt, als dass sie sich vollkommen aufhebt. Ja. Wir haben hier jetzt, wie ich finde, sagen, in extrem beeindruckender Weise eine Art Erkenntnisprogramm des Schauspielens ausgelegt. Und Sie machen auch andere Künste. Haben Sie denn derzeit Pläne, Ideen, in welchen anderen Medien sich dieser Drang noch Form geben kann für Sie? Ja, also im Moment bin ich sehr glücklich mit der Fotografie. Ich hatte ja das große Glück, jetzt im Jahr 2020 ein Bildband herauszugeben, Autistic Disco. Genau, bei Hatje Kanz. Und ich habe gemerkt, wie viel Freude es mir macht, über die Bilder zu kommunizieren und wie ungern ich eigentlich darüber rede. Also es gab dann diverse Versuche auch in Berichterstattungen, mich zu befragen, was ich mit diesen Bildern sagen will. Und es ist dann fast so eine diebische Freude, das nicht preiszugeben, weil auf der einen Seite könnte ich es tatsächlich, also es ist auch das, was mich am meisten reizt beim Fotografieren, mir ein Bild anzugucken und zu erleben, was macht es mit mir, das Motiv. Aber was mich viel mehr interessiert, ist, dass ich es nicht erkläre und dass ich darauf spekuliere, dass es beim Gegenüber vielleicht was ganz anderes auslöst. Weil das Verrückte, und da versteht man, glaube ich, ein grundlegendes Prinzip von Kunst, dass die Interpretation immer eine Selbstbeschreibung ist. Also wenn jemand meinen Bildern Ironie unterstellt, hat es was mit ihm zu tun, nicht mit mir. Das Urteil urteilt über den, der urteilt. Ja. Und das ist doch verrückt, auch als selbsterkennendes Moment. Dass man sagt, man kann meine Bilder benutzen, um zu verstehen, wie es in einem selbst aussieht. Nicht in mir, das ist völlig egal. Wer die Bilder gemacht hat und was der damit aussagen will, ist völlig zweitrangig. Wichtig ist, was das Bild mit mir macht. Und deswegen ist für mich auch das monochrome Blau von Yves Klein das wichtigste Bild gewesen, schon immer. Weil ich wirklich erstaunt bin darüber, was es mit mir gemacht hat. Ich habe das damals gesehen, es gab damals eine Dépendance vom Guggenheim in Berlin, unter den Linden, die gibt es inzwischen nicht mehr. Und da habe ich dieses Bild gesehen und ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich konnte es nicht glauben, dass da jemand sich traut, ein Bild aufzuhängen, was blau ist und mit einem Blau bemalt, dass er sich auch noch patentieren lässt. Und das ist dann auch eine Art Spiegel der Selbsterkenntnis. Ja, absolut. Und weil wir jetzt am Ende sind, weil Gespräche immer enden müssen, das ist auch eine Erkenntnis des Lebens, ist das natürlich ein Motiv der Kunst, dieses Erkenne dich selbst durch das Bild, das die anderen einem geben. Sie haben uns ein wundervoll breit bemaltes heute gezeigt. Herr Eidinger, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke für die Einladung.